So, willkommen zurück. Ich bin immer noch heiser. Ich weiß nicht, wie lange braucht das, bis das wieder in Ordnung kommt, ey. Übrigens, auf dem Sportkanal von mir haben wir gestern die 19.000 Abonnenten geknackt. Check mal die Links in der Videobeschreibung ab. Akko the Persian Killer heiße ich dort. Links in der Beschreibung. Ja, auf dem Kanal, dort geht's ziemlich ab. Wir sind bei knappe 300.000 Klicks pro Monat. Also den Sportkanal sollte man sich unbedingt mal reinziehen. Da geht die Luzi ab, du, das sag ich dir. Ah, ich glaube, ich werde diesmal aber hier die Einserlinie machen, wa? Ich habe auch einen Boost am Laufen, ja, weil ich versuche hier die Crew von dem Ding ein bisschen nach oben zu bringen. Lol. Warum ist hier keiner? Vor allen Dingen, warum campen unsere dicken Heavys so weit hinten? Ja, ich traue mich aber auch nicht vor, wenn die da mit den ganzen Mediums kommen, ey. Geiler Typ. Jo. Finde ich gut, ja. Ach ja. Ja, Mann, bewegt euch doch mal. Hallo, hallo, Bewegung. Gott. Och Junge, ey, mach dich weg, Alter, du nutzloses Vieh, ey. Mach dich einfach mal weg, Junge. Steht hier, Alter, und kassiert nur, wie der andere T-57er auch.
Alter, die haben zwei Gegner da, ne? Und die sind da mit sieben Mann, Alter, und sind zu doof zum Pushen. Ein TVP und zwei Heavies, ne? Das ist zu hart für 10 Panzer da drüben. Kriegen's nicht geschissen, Alter. Minimap for life, Junge. Guck mal da, zwei Heavies, zwei Heavies. Ah, aber wäre ich nicht hier, wären die hier schon längst durchgebrettert, ey. Also war instinktiv richtig, mit dem Heavy hier hinzufahren, wa? Ey, Leopard, Alter, wie wär's, wenn du mal deinen Arsch hier hinlegst? Arti, du darfst auch mitwirken. Hallo, man bräuchte mal Hilfe hier. Mein Gott, ey. Ist das geil, Alter. Ey. Was ein nutzloser Haufen bottiger Bots, Alter. Unfassbar, Mann. Du kriegst einfach null Hilfe hier von den Leuten, ne? Muss ich alleine irgend so eine Flanke halten und die zwei Panzer, die bei mir waren, der eine Leopard abgehauen, die anderen zwei ohne Damage rausgeschossen worden, ey. Ihr absoluten Botmaster Kings, Alter. Junge, 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 ey. Aber gewinnen werden wir wahrscheinlich trotzdem, ja. Gehe ich mal stark von aus. So, I50M. Boah. Ja, Leute, ey. Hier, wie wär's mal hier mal mit bisschen mitarbeiten? Ich wollte die 3000 Abos hier knacken, Mann. Weil Leute fragen mich, ja, wann streamst du mal wieder auf Twitch oder hier, ja, denke ich mir, ja, Leute, wie sieht's aus? Ich hau täglich Content raus. Ich versuche immer am Start zu sein, so mal ein bisschen mitarbeiten, Videos teilen, liken, teilen, kommentieren. Ja, kann doch nicht sein, Alter. Seit anderthalb, 2 Jahren. Ich hau hier einen Tag nach dem anderen Videos raus. Ich will ja, dass wir zusammenarbeiten und nicht hier einer macht, die anderen gucken nur zu. So. Macht mal ein bisschen mit. Sagt mal Leuten Bescheid, Freunden, Verwandten. Gibt ja schon ein paar. Ich hatte auch ein paar Tage jetzt keine Zeit und meine Stimme war kaputt und so. Wegen der Fibo, ja, wie gesagt. Zieht euch unbedingt die Videos rein, die lohnen sich auf jeden Fall. Da habe ich 2,18 Meter Bodybuilder abgefilmt, 2,13 Meter Strongmänner. Richtige Monster. Oh. Oh, die Badget will ich haben. Die Badget will ich haben. Der kam aber auch mit jedem Schuss durch, ne? Total geil, der kam mit jedem einzelnen Schuss durch. Ja, das ist das Problem bei so einem E50M, der hat einfach mal gar keine Panzerung irgendwie.
Ah komm, zwei Panzer sind wegen mir raus. Passt, sitzt. Da hat sich mein Einsatz ja gelohnt. Oh ja. Ja, 2,5 Schaden, 630 assisted. Eine 10er Badget, T49er raus, ja, dürfte einigermaßen reichen für einen Sieg, oder? Ja, ich würde sagen, ja. Oh ja, jetzt der will jetzt unseren FV haben. Mal gucken, wie unser FV sich jetzt macht. Ah, der one-shottet den jetzt, der ist schon längst nachgeladen. Und jawohl. Ja, Sieg ist da innerhalb von Minuten. Deswegen, der Einsatz da hat sich gelohnt. Die Badget direkt mal rausgeramselt. Niederlage. So, die Pettenrunde. Aber die eine Runde haben wir gewonnen, die 705A-Runde. So, was habe ich denn auch schon länger nicht mehr gespielt? Was kann ich denn für meine lieben, netten Zuschauer hier let's playen? Komm, eine Sternenzerstörerrunde. Ist immer ein Highlight, wenn da mal was Leckeres bei rumkommt. Leute, ich liebe euch. Ihr müsst mich unterstützen. Ich will mehr Abos. Ich will Fame werden, reich werden. Ich will bald auf Bali ein Haus, eine Villa kaufen. Da lade ich euch ein und dann machen wir da dicke Grillparty, Alter. Was ist denn los mit euch? Also, versprochen. Wenn ich durch euch und YouTube Millionär werde, ja, dann werde ich zurückgehen bei den alten Videos, so wie jetzt, mir Kommentare raussuchen und die Leute, die nette Sachen geschrieben haben, anschreiben. Und wenn ich dann eine Villa auf Bali oder sonst irgendwo auf irgendeiner einsamen Insel Hawaii oder was auch immer habe, lade ich nach und nach Leute ein und dann könnt ihr mit mir eine Grillfeier machen zusammen. Ist das geil oder ist das geil? Also so ein Angebot kann doch keiner ausschlagen. Also wirklich jetzt hier. Das kann doch nicht wahr sein. Und alle fahren auf die falsche Flanke. Hahaha. Alles fährt auf die falsche Flanke. Dieses Spiel ist eigentlich jetzt schon verloren. Hahaha, die Ruine ist komplett leer. Hahaha, voll geil. Ja, weißt du, als erfahrener Spieler in World of Tanks ist es manchmal total ekelhaft. Wisst ihr warum? Weil ich jetzt schon weiß, zu 100%, dass wir das Spiel verlieren. Weil hier die Ruine nicht besetzt ist auf der Karte. Alle fahren auf die Heavy Line, Alter. Was ein grottenschlechtes Team, ey. Lemming Train des Grauens. Oh Gott, Alter. Es sei denn, das gegnerische Team ist noch blöder als unsere, aber ne, glaube ich nicht. Die sind auch massiv da drüben. Oh Gott, Alter. Ja, diese Sternenzerstörerrunden sind so abhängig von deinem Team, ne? Und unser Team spielt gerade den größten Schrott zusammen. Alter Jagdpanzer E100, komm wenigstens zurück, Alter. Kommt mal jemand zurück hier hin, ey. Was ist los mit euch? Wieso fahrt ihr alle Lemming Train darüber?
Ach ja. Ja. Und by the way, ja, die anderen YouTuber, die laden nur Replays hoch. Bei mir wird immer täglich live aufgenommen, wie ihr seht. Also, ne? Ich zeig einfach das, was real ist und nicht irgendwie so eine Aufzeichnung, wo ich total gut gespielt habe. Ich würde das gerne mal erwähnt haben. LOL. Oh Gott, Alter. Ey, wir haben gar keinen Spot irgendwie, ne? Unsere Lights spotten einfach nicht. Wir haben zwei Lights, die einfach nicht spotten, Alter. Was ist los mit euch? Centurion AXE, der geilste, Alter, ne? Fährt ein Medium 10er und spielt als Tank Destroyer. Keinerlei Bewegung der Mensch. Und zwei Lights von uns schaffen nicht, ein Light vom Gegner rauszunehmen. Herzlichen Glückwunsch. Habt ihr das gesehen auf der Minimap? Zwei Lights von uns gegen ein Light vom Gegner. Oh Mann, Centurion AX, bitte, Alter, lösch einfach deinen Account, Junge. Guck dir das mal an, der Junge. Was ein hässlicher Vogel, Alter. Was ein hässlicher Vogel du bist, Alter, Centurion AX. Genauso wie unsere Scouts, ey. Zwei Scouts von uns haben einen Scout vom Gegner nicht rausbekommen. Lemming Train des Grauens auf die eine Seite. Ja, das Spiel war eh gelaufen, von daher für die Klugscheißer, die dann fragen, warum bist du da drauf gejolo, das Spiel war schon längst verloren. Ich hab's auch von Anfang an vorausgesagt. Komplett auf die falsche Flanke gefahren, komplett nur rumgecampt. Die Scouts haben nichts gespottet. Okay, die haben jetzt teilweise da gearbeitet, so, aber der Centurion AX nur am Gammeln, nur am WN8 farmen. Deswegen, Alter, kompletter Schwarz. Diese FV-Runden, ne? Diese Sternenzerstörer-Runden. Aber ein Blindshot habe ich, glaube ich, getroffen, oder was? Nee, habe ich nicht.
Oh Mann, oh Mann. Fahren damit, keine Ahnung, 11, 12 Panzer auf eine Flanke und verrecken dann auch noch. Tja. So, eine einzige Runde mache ich noch. Ach komm, Type 5 habe ich schon lange nicht mehr. Das muss mal sein hier. Eine schöne Type 5 Runde. Habe ich schon ewig nicht mehr gespielt, ey. Ich habe auch keinen Bock mehr, dauernd neue Zehner freizuspielen, Alter. Irgendwie geht mir das langsam auf den Sack. Ich habe so viel Zehner, ich komme gar nicht dazu, die zu spielen. Das reicht jetzt erstmal. Die ganze Zeit XP und grinden und meinten, ich habe 30, 33 Zehner Panzer, ey. Das muss ja erstmal reichen, Alter. Das muss ja mal vollkommen reichen, ey. Guck mal, der findet die Farbe von meinem Type 5 voll geil. Guck mal, der kriegt nicht genug. Guck hier, guck mal meinen Turm an. Guck hier, voll geile Tarnfarben und so. Ach so, keiner macht Base Dev oder was? Okay. Alles klar, die Base ist leer. Unser Petten. Alter, ich krieg jedes Mal eine Krise, ne, wenn so ein M48er Patton oder eine Badget hier hinfährt, ne, und dann keine Base Dev da ist, weil die mit ihren Mediums hier verrecken, wo sie überhaupt nichts zu suchen haben, Alter. Und da ist schon wieder einer fast tot. Welcher Noob kann das denn sein, da der die ganzen HP verloren hat? Vor allen Dingen, das Geile ist, ich bin noch gar nicht angekommen, Alter. Zwei, drei Mediums von uns sind schon halb tot, weil die da wieder es eilig hatten, Damage zu machen. Ja, guck mal, wie die da auf die Fresse kriegen, ey. Das ist zu genial, Mann. Und Dankeschön, jawohl. Junge, kannst du mal bitte von meiner Linse wegfahren, vielleicht? Oh Mann, 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 oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh Gott, Alter. Oh Gott, Alter, wie die sich hier zu Tode pushen, Junge.
Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wie sie alle vorfahren und dann wegsterben, weil sie ins Kreuzfeuer reinfahren von den zwei Artis und von den ganzen Viechern. Unfassbar. Oh Gott, E4, ey, du bist so ein Noob, Alter. Das ist unfassbar. Fahr doch mal da weg, du Noob, Alter. Du stehst mir den ganzen Tag vor der Kanone rum. Jawohl, Base Dev ist auch nicht da. Eine Artie ist schon weggestorben. Herzlichen Glückwunsch. Jawohl. Ja, unsere Artis können jetzt auch nicht arbeiten, weil sie da im Bedrängnis sind, weil kein Base Dev da war. Also es gibt tausend Gründe, warum unser M48er Patton und die Scouts, die hier waren, oder die Mediums, das Spiel verkackt haben. Was ein Noob-Verein, Alter. 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 Schön tot gepusht. Also, folgende Erklärung. Da niemals hinfahren, aus folgenden Gründen. Der Gegner hat zwei Artis. Stehst du hier, bist du safe. Fährst du dahin, kann die Arti von da hinten schön auf dich draufrotzen. Plus, die TDs sind hier hinten in der Ecke. Das heißt, du kassierst von zwei Artis, weil du Pech hast, und dann noch von TDs. Und die haben so viel Durchschlag, die können auch teilweise Sidespray-Panzer mit HE oder in den Turm wegballern. So, mit Mediums nicht so viel dahin fahren, da verreckt ihr. Plus, die Artis können nicht arbeiten, weil hier alles zusammenbricht, ja? Weil die Mediums vom Gegner fahren dann hier hoch, habt ihr ja gesehen, die eine Arti war sofort raus, die andere Arti dann direkt hinterher. Und dann kann die Arti mir da auch nicht helfen, weil sie in der Bedrängnis. Also hier ist alles schief gelaufen, was schief gehen kann. Plus an der Heavy-Ecke sind die einfach irgendwie sinnlos hier nach vorne gepusht, ja. Hier rausgefahren, ins Kreuzfeuer, von da kassiert, von Artis kassiert. Die haben hier diese Linie nicht überschreiten. Und da das Loch zu machen. Von hier aus deffen. Weiter hinten hier Gegner kommen lassen. Und nee, der E4 ist nicht schuld. Der E4 musste Base deffen. Unser E100 gibt jetzt dem E4 die Schuld. Wäre der nicht an der Base, hätten wir gar keinen Base Dev. Also E4 direkt mal reporten für Beleidigung. E100, please, STFU, Mann. Junge, 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 gibt er jetzt am Ende dem E4 die Schuld? Unser Patton ist da nicht an der Base spotten gewesen oder deffen gewesen. Der E4 musste dort stehen, sonst hätten wir überhaupt keine Base mehr. Ja, da sieht man mal, ne? So am Ende Hauptsache immer den Falschen die Schuld geben. Viel zu weit vorgefahren, ins Kreuzfeuer reingefahren, in AT und TD-Feuer reingefahren, Mediums auf die Heavy Line, wo sie überhaupt nichts zu suchen hatten, ne? Ganz einfach, Alter. Schreib mich denn jetzt hier an, Alter. Dieser E100, der jeden beleidigt hat, ne? Schreibt jetzt die ganzen Leute an, ey. Geiler Typ. Na, hast du zu Recht deinen Report bekommen? Schreibt er hier auf Türkisch irgendwas Schlimmes? Dude, just STFU.
Ciao. Kakao. Was ein Vollidiot, ey. Unser E4 musste an der Base deffen. Weil hier, dieser damage-geile Patton, Alter. Hier, das sind so diese WN8-Junkies, die dann immer vorfahren und dann Damage machen und dann das Spiel verkacken, Alter. Wir hatten überhaupt keine Base-Def, ey. Unsere Arti irgendwie nach. Hier, das war sogar eine gute Arti von. Ne, doch nicht. Seal. Es gibt ein Team mit Seal. Ja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall abonniert den Kanal, checkt die Links in der Videobeschreibung und checkt meinen Kraftsportkanal Akko de Persian Killer, Links in der Beschreibung. Ciao! Teilt das Video, liken, kommentieren.